Olaf Jansen berichtete, dass die vollkommenen Menschen, die er in der inneren Welt antraf, eine Art von Sanskrit, die alte indische Hochsprache, gesprochen hätten. Ist es die Ursprache der Atlanter? Flüchteten sie tatsächlich ins Innere und bevölkerten dann Südasien? Oder gab es zu jenen Zeiten einfach noch ein reges Hin und Her? Helena P. Blavatsky erhärtet die Hypothese, dass das Volk der Juden von weiter östlich her nach Judäa kam, vermutlich aus dem alten Indien. Holger Kersten legt in seinem Buch, Jesus lebte in Indien, überzeugend dar, dass die Juden vermutlich aus Kaschmir an die Gestade des Mittelmeeres gezogen waren. Er zeigt, wie verblüffend viele in der Bibel vorkommende Ortsbezeichnungen heute noch in Kaschmir existieren. Auch die Sprache des Hebräischen soll sich aus dem Sanskrit entwickelt haben. So finden wir in der indischen Siva Purana, Purana bedeutet alte und heilige Geschichte oder Überlieferung, dass Atima, der erste Mensch bedeutet und Riva, in Sanskrit, Ergänzung des Lebens, heißen deshalb Adam und Eva so. Auffallend ist, wie immer wieder der Mythos der Schlange auftaucht. Wir kennen sie aus dem jüdisch-biblischen Mythos als Verführerin, die Adam und Eva aus dem Garten Eden vertrieb. In der späteren rabbinischen Überlieferung wurde Eden als Heimstatt der Seelen dargestellt und als geistiger Ort betrachtet. Die ursprünglichen biblischen Schilderungen verlegten aber den Garten des Paradieses entschieden in die physische Welt. Ihm entspringen danach vier Flüsse. Und einer von ihnen wurde eindeutig als Euphrat identifiziert. Der jüdische Mythos berichtet weiter, dass die Menschen im Paradies nur Früchte aßen, und Adam war vor dem Sündenfall schön gewesen, und er hatte von einem Ende der Welt zum anderen zu blicken vermocht. Auf der Oberfläche der Erde wäre es wegen der konvexen Krümmung unmöglich, von einem zum anderen Ende zu sehen. Im Inneren Indes infolge der konkaven Krümmung schon. Einer der frühen deutschen Siedler in Santa Catarina, Brasilien, schrieb ein Buch über die unterirdische Welt. Seine Informationen hatte er von den Indianern erhalten. Das Buch beschrieb die Erde als hohl, mit einer Sonne im Zentrum. Das Innere der Erde, so erzählten die Indianer, sei von langlebigen, krankheitsfreien Menschen bewohnt, die sich von Früchten ernährten. Diese unterirdische Welt sei durch Tunnel mit der Oberfläche verbunden, und einige dieser Tunnel würden in Santa Catarina, Brasilien, enden. Sagenhafte Unterwelten gibt es in allen Winkeln der Erde. Im skandinavischen Epos, Edda, wird diese paradiesische Unterwelt, Asa, genannt. Das Totenbuch der alten Ägypter spricht vom Land von Amenti. Sie ist die Stadt der sieben Blütenblätter von Visnu und die Stadt der sieben Könige von Edom aus der jüdischen Überlieferung. Auch die Azteken glaubten an eine Schimandi-Stadt im Erdinnern und nannten sie Mayapan. Als die spanischen Eroberer davon hörten, machten sie sich auf, die goldene Stadt El Dorado zu suchen, mit fatalen Folgen, wie wir wissen. Die Erdkruste soll überall durchbrochen sein von Tunnels und Höhlen, die ins Erdinnere führen. In zwei Gebieten sollen sie besonders zahlreich vorhanden sein, in Tibet, wo immer wieder Yetis gesichtet werden und in Südamerika, vor allem in Brasilien. Der berühmteste dieser Tunnels ist die Straße der Inkas, der sich südlich von Lima in Peru bis nach Cuzco, Tiahuanaco und der Atacama-Wüste erstreckt. Die Tunnels im Roncador-Gebirgsmassiv im brasilianischen Mato Grosso, wo es besonders viele Eingänge hat, werden von den Moqueo-Indianern bewacht, die jeden umbringen, der unerlaubt in einen dieser Tunnels eindringt. In diese Gänge, deren Gestein ein sanftes Licht ausstrahlt, sollen die Inkas mit ihren Goldschätzen verschwunden sein, als sie von den Spaniern gehetzt wurden. Plato schrieb, dass um das Jahr 11.500 vor Christus Atlantis unterging bei dem, was die Bibel die Sintflut nennt. Etwa 4 Millionen Menschen hätten dabei ihr Leben verloren. Einige der geistig fortgeschrittensten Bewohner Atlantis seien rechtzeitig nach Südamerika geflüchtet, wo sie, den Sagen zufolge, in unterirdischen Städten lebten. Auch hier bedeutet unterirdisch in der Erdkruste oder im Inneren der Welt. Doch was hat es mit der Schlange auf sich? Sie ist natürlich ein altes Symbol der Weisheit. Diese wiederum stellt den zweiten Aspekt der dreifachen Gottheit dar, Vatergott. Gleichmacht, Muttergott.
gleich Weisheit, und der Sohn, das Kind, auch Christus genannt, ist die Liebe. Sohn der Schlange, würde dann, Sohn der Weisheit, oder auch von, Mutter Gott, bedeuten. Eine Mutter trägt das Leben, bevor es sich verselbstständigt, in ihrem Schoß. Dr. Frank Stranges sagt, dass es die Regel ist, dass Planeten in ihrem hohlen Innern, ihrem Schoß also, bewohnt seien. Nur selten finde man eine Menschheit auf der Oberfläche eines Planetenkörpers. Haben sich die Menschen an der Weisheit oder auch dem göttlichen Gesetz, das seine Folge ist, vergriffen und seien deshalb von der Schlange aus dem Garten Eden hinaus auf die viel kargere Oberfläche des Planeten verbannt worden. Ist die innere Erde der Sitz bereits höher entwickelter Menschen, also unsere himmlische Zukunft? Oder existieren unabhängig voneinander zwei verschiedene Menschheitsgeschlechter auf der Erde, eines im Innern, das die Gesetze dauerhaft befolgte, und deshalb noch immer in einem Garten Eden lebt? Ein törichtes auf der Oberfläche, das die Gesetze missachtete und deshalb selbst zur Verwüstung seines ehedem paradiesischen Lebensraumes beitrug. Wie auch immer, jedenfalls deutet vieles darauf hin, dass die Eingeweihten unserer Vorfahren in Kontakt standen mit den Menschen der inneren Erde. Möglicherweise waren diese hin und wieder gar die geistigen Führer und Herrscher der verwirrten äußeren Erdenmenschheit. In fast allen Berichten aus vorchristlicher Zeit ist die Rede von Titanen, Griechenland, Riesen, unter anderem Ceylon, oder Gottmenschen, unter anderem Ägypten. Sie wurden in der Regel als höher entwickelt als die übrige Menschheit beschrieben und auch um viel größer von Statur. Olaf Jansen traf im Erdingern auf Menschen, die 3,5 bis 4,5 Meter groß waren. Eine der Erklärungen für die Größe griechischer Tempel war, dass Apollo aus Hyperborea und die anderen Götter um die 4 Meter groß gewesen seien. Da musste man schon etwas höher bauen. Keine Frage ist, dass sich an dem nördlichen und südlichen Ende der Erde eine große Öffnung befindet. Geheim gehaltene NASA-Fotos zeigen, dass es sich dabei um eine Tatsache handelt. Die Öffnung am Nord- und Südpol der Erde messen rund 2250 Kilometer. Moment mal! Was ist dann mit Amundsen, der als erster Mensch angeblich den Südpol erreichte und eine norwegische Flagge ins Eis steckte? Was mit den vielen Linienflugzeugen, die tagtäglich die Polroute fliegen? Letzteres lässt sich leicht entkräften. Linienpiloten bestätigen, dass man niemals über den geografischen Pol fliegt, sondern sich immer südlich des 85. Breitengrades befindet. Da bereits ab dem 70. bis 75. Grad nördlicher Breite der Kompass spinnt, benutzen die Fluglinien das INS-Trägheitsnavigationssystem, das von Erdboden und Magnetismus unabhängig ist. Dabei wird am Boden vor dem Abflug der Standpunkt eingegeben, der Computer berechnet dann aufgrund der Einwirkungen, die sich auf das Flugzeug ergeben, zum Beispiel Beschleunigung, Höhe, etc., die kürzeste Verbindung vom Start zum Zielort. Aufgrund starker magnetischer Wirbel wäre es einem Düsenflugzeug gar nicht möglich, über die Polöffnungen hinwegzufliegen. Sobald man in diese Wirbel geriet, und das ist unvermeidbar, setzen nämlich sämtliche elektrischen Geräte inklusive Düsen aus. Zudem gibt es begründete Mutmaßungen, dass sich die innerirdische Menschheit mit einem zusätzlichen energetischen Schild gegen unwillkommene Eindringlinge von der Oberfläche der Erde schützt. Als Admiral Byrd unversehens ins Innere der Erde flog, bemerkte er bald, dass er sich im Kraftfeld von 2 UFO ähnlichen Flugkörpern befand, die seine kleine Maschine lotsten. Sämtliche Geräte seines Flugzeuges hatten ihren Geist aufgegeben. Und zu den Polarforschern, während in den Schulen noch stets gelehrt wird, der magnetische Nordpol sei ein Punkt, haben russische Wissenschaftler längst herausgefunden, dass er in Wirklichkeit eine über 1500 Kilometer lange Magnetlinie ist, die sich, und das wissen sie vermutlich nicht, genau entlang der Polöffnung zieht. Sie reicht von Kanada bis zur sibirischen Taino-Halbinsel und setzt sich schwach noch weitere 1500 Kilometer fort. Dies erklärt das eigenartige Phänomen, weshalb die Kompassnadeln aller Polfahrer, die den 83. Breitengrad überschritten hatten, sich an das Glas des Kompass pressten. Die Forscher waren längst im Innern der polaren Öffnung. Ganz natürlich wurde die Nadel senkrecht hochgezogen,
weil sich die Magnetlinie am Rand des Loches über ihnen befand. Freuen Sie sich noch auf interessante weitere Teile von Hohle Erde, Fiktion oder Realität. Ich wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag, bis zum nächsten Mal. Ihr, Mar Alelund, im Kanal Space Mark 7 von terraherz.de.